Es ist mir eine große Freude, heute Abend zu Ihnen im Rahmen der Sommerakademie zu sprechen, auch wenn das Thema meines Vortrages zunächst einmal nicht übermäßig erfreulich klingt. Doch wenn wir das Motto dieser Veranstaltung Demokratie gestalten ernst nehmen, dann müssen wir uns natürlich auch mit ihren tatsächlichen und potenziellen Gefährdungen beschäftigen. Für mich persönlich ist das, wenn ich jetzt sozusagen mich noch etwas tiefer vorstellen darf, seit ich meine Magisterarbeit vor etwa 35 Jahren über den Zusammenbruch der Weimarer Republik geschrieben habe, ein zentrales wissenschaftliches Interessensgebiet. Mich interessiert dabei natürlich auch immer die Frage, ob die historischen Erfahrungen Lehren für die Gegenwart bereithalten. Dasselbe gilt für den internationalen Vergleich, der uns davor schützt, dass wir nationale Besonderheiten entweder übertreiben oder sie zu sehr einebnen. Wenn also die Diagnose zutrifft, dass sich die repräsentative Demokratie in einer Krise befindet, kann die historisch-komparative Perspektive vielleicht dabei helfen, diese Krise besser zu verstehen und mögliche Entwicklungen abzuschätzen. Ich darf vielleicht vorab sagen, dass diejenigen von Ihnen, die gestern Abend den Vortrag der Kollegin Ursula Birsel gehört haben, nicht befürchten müssen, dass sich nun sehr vieles wiederholt. Sie werden merken, dass ich andere Akzente setze und in einigen Fragen auch konträre Positionen vertrete. Ich werde mich dabei auf die USA und Westeuropa beschränken, zum einen, weil dies die Regionen sind, für die ich eine gewisse wissenschaftliche Expertise in Anspruch nehmen kann, zum zweiten aber, weil sich hier seit Mitte des 20. Jahrhunderts das auf Volkssouveränität, Gewaltenteilung, freien und kompetitiven Wahlen, repräsentativen Institutionen, Pluralismus, Grundrechten und Minderheitenschutz beruhende Modell der liberalen Demokratie ausgebildet hat. Dieses Modell sieht sich seit einiger Zeit einer wachsenden Herausforderung durch populistische Parteien und Bewegungen gegenüber, deren wichtigste Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie Politik als Konflikt zwischen angeblich korrupten und undemokratischen Eliten einerseits und dem als homogen und moralisch integer verstandenen Volk andererseits inszenieren. Demokratie reduzieren Populisten oft auf die plebiszitär legitimierte Durchsetzung des angeblichen Volkswillens, wenn nötig auch mit autoritären Mitteln. Ich spreche heute Abend auf Einladung der Hans-Böckler-Stiftung, deren Stipendiat ich vor über 30 Jahren war. Gestatten Sie mir, dass ich einen kleinen Blick zurückwerfe. Ende der 80er Jahre zeichneten sich das Ende des Kalten Krieges und die Auflösung der kommunistischen Diktaturen des Ostblocks ab. Im Zentrum der politischen Debatten stand nicht das Ende der Demokratie, sondern ihr Siegeszug. Es ist zufällig fast genau 30 Jahre her, im Sommer, im August 1989, dass der Harvard-Politologe Francis Fukuyama seinen berühmten Aufsatz über das Ende der Geschichte veröffentlichte, indem er die These vertrat, die liberale Demokratie stelle, und ich zitiere, den Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit und ihre abschließende Regierungsform dar, zu der es fürderhin keine Systemalternative mehr geben werde. Auch wenn Fukuyamas hegelianischer Überschwang überwiegend auf Skepsis stieß, war damals kaum vorstellbar, dass wir 30 Jahre später darüber diskutieren würden, ob die Demokratie im Sterben liege, wie im vergangenen Jahr die Zeitschrift Foreign Affairs ein Sonderheft betitelte. Das Buch
wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können, der Harvard-Politologen Stephen Lewitsky und Daniel Ziblatt erklomm ebenso die Bestsellerlisten wie das ihres Kollegen Jascha Munk, der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Neue Bücher zum Thema erscheinen beinahe wöchentlich. Leider lässt sich diese Publikationsflut nicht als intellektuelle Mode abtun. Überall auf der Welt gewinnen autoritäre Populisten bei Wahlen an Boden oder schaffen es gar an die Regierung. Brasilien, die Philippinen, Indien erscheinen weit weg, aber Ungarn, Polen und Italien sind Mitglieder der Europäischen Union. Auch in der Bundesrepublik hat sich eine rechtspopulistische Partei zweistellig in den Parlamenten etabliert. Bei den bevorstehenden Wahlen in Ostdeutschland hat die AfD gute Chancen, stärkste Partei zu werden. Der bislang größte Schock war freilich der Wahlsieg Donald Trumps im November 2016. Kaum jemand hat es für möglich gehalten, dass ein übel beleumundeter Geschäftsmann ohne jede Erfahrung in öffentlichen Ämtern es schaffen würde, mit vulgärer Demagogie und fantastischen Versprechungen mehr als 60 Millionen Wähler für sich zu gewinnen und dank eines anachronistischen Wahlsystems ins Weiße Haus einzuziehen. Sogar Amerika, ohne dessen Entschlossenheit die liberale Demokratie des 20. Jahrhunderts kaum überlebt hätte, scheint also nicht gegen die autoritäre Versuchung immun. Nur wenige Tage nach Trumps Antritt stufte der Demokratieindex des Economist die USA von einer vollen zu einer defekten Demokratie herab, weil sich die politischen Institutionen bereits seit langem in einer tiefen Vertrauenskrise befinden. Trumps bisherige Präsidentschaft hat die Sorge um die amerikanische Demokratie nicht zerstreut. Er propagiert ein Amtsverständnis, demzufolge der US-Präsident eine Art gewählter Diktator ist. Er verunglimpft kritische Medien ebenso wie die gewählte Opposition als Volksfeinde. Vor einem Jahr warnte der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman in seiner New York Times-Kolumne, die USA könnten auf dieselbe schiefe Bahn geraten wie Polen und Ungarn, wo Gewaltenteilung und Pressefreiheit akut bedroht seien. Trumps Anhänger sehen dies natürlich völlig anders. Sie feiern ihn als den Führer einer legitimen populistischen Rebellion, die dem Volkswillen und damit gerade der Demokratie wieder Geltung verschafft. Auch gemäßigte Konservative insistierten zunächst darauf, dass der Wählerwille respektiert werden müsse. Falls der neue Präsident die Grenzen der Verfassung überschreite, werde dies die institutionellen Gegenkräfte, die berühmten Checks and Balances, mobilisieren und am Ende die Demokratie sogar stärken. Nun mag mal Donald Trump allein wegen seiner, vorsichtig ausgedrückt, narzisstischen Persönlichkeit, seines Mangels an Impulskontrolle, seines kruden Weltbildes und seiner Bewunderung für Diktatoren für gefährlich halten. Aber in der Tat lautet die Frage ja, ob deshalb die Demokratie selbst gefährdet ist. Wir alle machen Fehler, wählen auch mal den Falschen. Diese Frage stellt sich für den Rechtspopulismus in westlichen Demokratien allgemein. In der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion lassen sich grob zwei Denkschulen unterscheiden. Die erste, wie sie etwa Jan Werner Müller vertritt, hält den Populismus trotz seiner plebiszitären Rhetorik für grundsätzlich antidemokratisch und antipluralistisch und sieht in populistischen Strategien der Ausgrenzung und Polarisierung eine manifeste Gefahr für die Demokratie. Auf der Linken beschwören einige Stimmen gar die Gefahr eines neuen Faschismus. Die marxistische Politologin Chantal Mouffe fordert daher als Gegenstrategie zum Rechtspopulismus einen kraftvollen Linkspopulismus, um die demokratischen Energien des Volkes in die richtigen Bahnen zu lenken. Tatsächlich weisen Linke und Rechte Globalisierungs- und Elitenkritik erhebliche Schnittmengen auf, wie sich im US-Wahlkampf 2016 an Donald Trump
und Bernie Sanders beobachten ließ. Sie unterscheiden sich allerdings in ihrer Konzeption von Volk. Während Rechtspopulisten das Volk als ethnokulturelle Gemeinschaft definieren, betonen Linkspopulisten die gemeinsamen sozialökonomischen Interessen der 99%, wie die eingängige Parole der Occupy Wall Street Bewegung lautete. Die zweite Denkschule, für die beispielsweise der Heidelberger Politikwissenschaftler Klaus von Beime steht, grenzt den Rechtspopulismus vom Rechtsextremismus ab, den er sogar einzudämmen hilft. Demokratie, so von Beime, brauche Volksnähe. Der Rechtspopulismus könne durchaus in das pluralistische Parteiensystem integriert und zum Ventil für legitime Partizipationsansprüche in einer, wie er es nennt, Neodemokratie werden, die er als Alternative zu der Ihnen vielleicht bekannten These des britischen Politikwissenschaftlers Colin Crouch von einer kapitalistisch-technokratisch erstarrten Postdemokratie sieht. Von Beimer und andere haben recht, dass die gängige Pathologisierung und Skandalisierung des Rechtspopulismus und seiner Anhänger wohlfeil und politisch kontraproduktiv sind. Die These von der Integrationsfähigkeit zumindest der gemäßigten Rechtspopulisten orientiert sich jedoch stark an den historischen Erfahrungen in Westeuropa, wo dies nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder gelungen ist. In der Bundesrepublik konnten vor allem systemkritische linke Bewegungen ins parlamentarische System integriert werden, während die radikale Rechte bis in jüngste Zeit klein gehalten wurde. Ob dies so bleiben wird, ist ungewiss. Der nationalkonservative Flügel der AfD mag potenziell koalitionsfähig sein, doch deutet vieles darauf hin, dass die Öffnung gegenüber dem Rechtsextremismus der Partei nicht geschadet hat. Und das ist ein neues Phänomen. Misstrauen gegenüber Rechtspopulisten erscheint allein deshalb angebracht, weil sie dort, wo sie, wie etwa in Ungarn oder Polen, Mehrheiten und Regierungsmacht erringen, rasch daran gehen, Pressefreiheit und Gewaltenteilung einzuschränken. In der sozialwissenschaftlichen Debatte herrscht Konsens, dass die Globalisierung die Hauptursache dafür ist, dass signifikante Teile der Bevölkerung in westlichen Demokratien das Vertrauen in Eliten und politische Institutionen verloren haben und ihre Hoffnungen auf autoritäre, populistische Lösungen setzen. Das Schlagwort Globalisierung bezeichnet eine, ich würde das mal so formulieren, eine umfassende sozialökonomische, kulturelle, demografische und mediale Transformation, die alte Gewissheiten der nationalstaatlichen Politik radikal in Frage stellt. In ihrem vielbeachteten Buch »Die Gesellschaft des Zorns – Rechtspopulismus im globalen Zeitalter« deutet die Soziologin Cornelia Kopetsch den Rechtspopulismus daher eingängig als Konterrevolution gegen die von den neuen kosmopolitischen Eliten vorangetriebenen Globalisierung und Transnationalisierung aller Lebensverhältnisse. Das Versprechen der Rechtspopulisten auf Wiederherstellung der alten nationalgesellschaftlichen Ordnungen möge unrealistisch erscheinen, sei aber aus Sicht der Adressaten keineswegs irrational. Wer mit Einwanderern um einfache Jobs und billigen Wohnraum konkurriert, hat objektiv kein Interesse an offenen Grenzen. Allerdings werden die Effekte der Globalisierung unterschiedlich gewichtet. Primär ökonomisch argumentierende Analysen heben auf den wirtschaftlichen Niedergang und die Statusfurcht der sogenannten Globalisierungsverlierer sowie die wachsende Ungleichheit und die Schamlosigkeit der neuen globalen Wirtschafts- und Finanzeliten ab. Für viele Autoren sind dagegen die durch Masseneinwanderung ausgelösten Überfremdungsängste mindestens ebenso bedeutsam. Die demografische Transformation der westlichen Gesellschaften, und ich gebe Ihnen nur eine Zahl, um das zu illustrieren, seit 1960 ist der Anteil
der weißen Bevölkerung in den USA von knapp 90 auf rund 60% gefallen. Um die Mitte des 21. Jahrhunderts werden Weiße nur noch die größte ethnische Minderheit sein. Diese demografische Transformation geht mit massiven Ängsten vor dem Verlust kultureller und politischer Identität einher. Donald Trumps Versprechen "Make America Great Again" wird von vielen seiner Anhänger auch als das Versprechen verstanden, die weiße Hegemonie wiederherzustellen. Der bulgarische Politologe Ivan Krasnev hat für Osteuropa eine regelrechte demografische Panik diagnostiziert, die sich aus realer Massenauswanderung aus diesen Ländern und der bewusst geschürten Furcht vor erzwungener Masseneinwanderung speist. Sie kennen alle die entsprechende Rhetorik von Viktor Orban. Die Verschwörungstheorie von einem angeblich bewusst forcierten Bevölkerungsaustausch findet aber auch in Westeuropa und der Bundesrepublik erstaunlich viel Resonanz. Neben ökonomischen und kulturellen Verlustängsten befeuert die mediale Revolution die populistische Revolte. Das Internet und die sozialen Medien haben die Filterfunktion der etablierten Medien ausgeschaltet und die Geschwindigkeit und Kosten der Kommunikation dramatisch gesenkt. Anfängliche Hoffnungen auf ein goldenes Zeitalter der politischen, der Partizipation und der Transparenz, Stichwort Liquid Democracy, sind inzwischen dem Erschrecken über das destruktive Potenzial der neuen Medien gewichen. Das Internet, so die amerikanische Historikerin Jill Lepore, habe sich als, Zitat, schnelle, effiziente und billige Polarisierungsmaschine entpuppt. Andere Stimmen weisen darauf hin, dass Technologie grundsätzlich neutral ist und ebenso zur Verteidigung der Demokratie eingesetzt werden könne. Und schließlich wird die Krise der Demokratie auch als eine Krise der Eliten gedeutet, die neben Tendenzen zur Korruption und Oligarchisierung demokratische Partizipation und den Wählerwillen durch technokratische Expertenherrschaft unterliefen und so den populistischen Backlash provoziert hätten. Diese Kritik ist oft überzogen, aber grundsätzlich sind Wachsamkeit und Misstrauen gegenüber Eliten ja keineswegs undemokratisch, sondern im Gegenteil das Lebenselixier der Demokratie. Politikwissenschaftler wie Ronald Engelhardt und Pippa Norris argumentieren seit langem, der Vertrauensverlust in westlichen Demokratien, auch hier nur eine illustrative Zahl, Umfragen zufolge vertrauen weniger als 20% der Amerikaner ihren politischen Institutionen. Dieser Vertrauensverlust sei keine Krise der Demokratie, sondern im Gegenteil. Er reflektiere die gewachsenen Erwartungen kritischer Bürger an die Demokratie und ihre Repräsentanten. Irgendwann jedoch, so das Gegenargument, schlägt die Unzufriedenheit mit dem, wie die Politologen sagen, dem Output der Demokratie in eine grundsätzliche Legitimationskrise und die Unterstützung für autoritäre Alternativen. Neben der Globalisierung spielen in der Debatte über die Krise der Demokratie historische Analogien eine wichtige Rolle. Und denen möchte ich mich jetzt etwas ausführlicher zuwenden. Um die Krisensymptome der Gegenwart zu beleuchten, werden Parallelen zum Zusammenbruch der Demokratien in der Zwischenkriegszeit gezogen. Viele Handlungsempfehlungen verweisen umgekehrt dann auf das vermeintlich oder tatsächlich goldene Zeitalter der demokratischen Stabilität nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich für die Historiker unter Ihnen die Periodisierung, die der große englische Historiker Eric Hobsbawm in seinem Buch Zeitalter der Extreme popularisiert hat. In Deutschland, und das dürfte Ihnen bekannt sein, sind wir natürlich auf die sprichwörtlichen Weimarer Verhältnisse fixiert, aus denen Bonn ist nicht Weimar, beziehungsweise Berlin ist nicht Weimar, die Bundesrepublik die richtigen Lehren gezogen haben.
habe. In den USA wiederum, und auch dazu werde ich ganz am Schluss etwas sagen, ist der Bürgerkrieg das große nationale historische Trauma. Angesichts der extremen politischen Polarisierung stellen sich dort manche Beobachter die Frage, ob das Land heute in einer ähnlichen Verfassung wie Ende der 1850er Jahre sei. Können solche Analogien zum Verständnis der gegenwärtigen Problemkonstellation überhaupt beitragen? Erteilt uns die Geschichte sogar überzeitliche Lehren, wie die 20 Prinzipien, die der Historiker Timothy Snyder dem Publikum als Handreichung anempfiehlt? Methodisch setzt das Lernen aus der Geschichte voraus, dass in der Gegenwart dieselben kausalen Erfahrungsregeln gelten wie in der Vergangenheit. Oder um es konkret zu formulieren, wir setzen voraus, dass Demokratien heute aus ähnlichen Gründen scheitern oder scheitern können, wie wir sie aus der Geschichte kennen. Also etwa an Wirtschaftskrisen, politischen Blockaden, aber auch an fatalen Entscheidungen individueller Führer oder politischer Eliten. Meine Damen und Herren, das Europa der Zwischenkriegszeit bietet reichliches Anschauungsmaterial für das Scheitern demokratischer Systeme. Zwischen 1918 und 1938 wurde die parlamentarische Demokratie in 16 Staaten durch autoritäre und faschistische Diktaturen gestürzt. Ende der 30er Jahre waren nur noch Skandinavien, die Benelux-Länder, die Tschechoslowakei, Frankreich, Großbritannien und Irland demokratisch. Allerdings war die Demokratie zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast überall eine neue, unerprobte Regierungsform, die zudem nach dem Ersten Weltkrieg mit riesigen Erwartungen und Belastungen befrachtet war. Es waren vor allem die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs und die aus den zerfallenen Imperien hervorgegangenen Staaten Ostmitteleuropas, wo ethnische Konflikte und militanter außenpolitischer Revisionismus die Demokratie belasteten, neben dem Deutschen Reich natürlich. Wo eine gefestigte demokratische Tradition existierte, konnte sich die Demokratie dagegen behaupten. Die USA sind dafür ein instruktives Beispiel. Auch in Amerika führte das Massenelend der großen Depression zu einer Legitimationskrise des Kapitalismus und zum Aufstieg von Populismus und Extremismus. Die Demokratie selbst war jedoch nie ernsthaft in Gefahr. Die Botschaft, nur eine Diktatur könne die Krise überwinden, fand im Unterschied zu vielen europäischen Gesellschaften in Amerika keine vergleichbare Resonanz. Dass viele Kritiker Präsident Franklin Roosevelt als Diktator schmähten und sein Reformprogramm des New Deal mit dem Staatsdirigismus im Nationalsozialismus und im italienischen Faschismus verglichen, darf nicht den entscheidenden Unterschied verwischen, nämlich dass der New Deal eine demokratische Legitimation besaß und die USA eine freiheitliche Demokratie blieben. Die Person Roosevelts unterstreicht zudem, dass nicht nur Diktaturen, sondern auch Demokratien von charismatischen Führungspersönlichkeiten profitieren. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit dürfen die westeuropäischen Demokratien heute als gefestigt gelten. Dass Mehrheiten die Abschaffung freier Wahlen, der Gewaltenteilung oder der Meinungsfreiheit begrüßen oder auch nur widerstandslos hinnehmen würden, ist schwer vorstellbar. Das hoffe ich zumindest. Auch in den osteuropäischen Staaten gibt es gegen den Marsch in die illiberale Demokratie immerhin starken zivilgesellschaftlichen Widerstand. Allerdings ist immer wieder die Warnung zu hören, dass eine katastrophale Wirtschaftskrise wie die Große Depression auch heute wieder zu einer tödlichen Gefahr für die Demokratie werden könnte. Linke Autoren wie der US-Politologe Robert Kapner argumentieren, der ungezügelte Laissez-faire-Kapitalismus der Zwischenkriegszeit habe zum Faschismus geführt. Und angesichts der Verwerfungen, die der globale Neoliberalismus hervorgerufen habe, drohe diese Gefahr auch heute wieder.
Faschismus ist nun in der öffentlichen Diskussion ein Reizwort von eher zweifelhaftem Erkenntniswert. Nach der Wahl Donald Trumps warnten selbst konservative Intellektuelle wie Robert Kagan vor der Gefahr eines amerikanischen Faschismus. Auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz attestiert Trump faschistische Tendenzen. Die beiden englischen Politologen Roger Eatwell und Matthew Goodwin sehen in der Gleichsetzung von Rechtspopulismus und Faschismus dagegen den Versuch, unliebsame Forderungen und Debatten abzublocken. Ideologisch habe der Rechtspopulismus wenig mit dem historischen Faschismus gemein, sondern sei eine anti-elitäre Protestbewegung, wie sie in demokratischen Gesellschaften immer dann entstehe, wenn sich die Eliten zu weit von den Interessen und Werten der einfachen Bürger entfernen. Auch ich halte den Empörungsbegriff Faschismus für wenig hilfreich. Doch sollten wir nicht, wie das Eatwell und Goodwin tun, die demokratisch-plebiszitäre Rhetorik des Rechtspopulismus für bare Münze nehmen. Wie fließend die Grenzen zum Rechtsextremismus sind, zeigt sich eher in der Praxis rechtspopulistischer Parteien als in ihrem Programm. Interessanter als die ideologischen Affinitäten zwischen heutigen Rechtspopulisten und dem historischen Faschismus sind strukturelle Analogien. Der Wahlforscher Jürgen Falter hat in einem instruktiven Vergleich von NSDAP und AfD bemerkenswerte Parallelen dargelegt. Vor allem den rasanten Aufstieg beider Parteien zu, wie er es nennt, Volksparteien des Protests, die in sehr unterschiedlichen Milieus und politischen Lagern Anhänger mobilisieren können. Falter sieht das Gros der AfD-Anhänger als enttäuschte Nationalkonservative, aber wie beim Aufstieg der NSDAP bestehe die Gefahr, dass politische Entfremdung in hasserfüllte Ablehnung der politischen Elite und am Ende gar der Demokratie umschlagen könnte. Weimar bleibt natürlich das Minitekel. In der deutschen wie in der internationalen Diskussion steht Weimar für die strukturellen Belastungsfaktoren der Demokratie, wie für das eklatante Versagen politischer Führung, namentlich durch die reaktionären Eliten, die um die Jahreswende 1932-33 aus Opportunismus und grotesker Selbstüberschätzung die Macht an Hitler und die NSDAP ausliefern. Ausgehend von Mussolinis Marsch auf Rom und Hitlers sogenannter Machtergreifung zeichnen Lewitsky und Sieblatt in Wie Demokratien sterben nach, wie etablierte Eliten Demagogen und ihre Bewegungen durch fatale Bündnisse an die Macht bringen, die diese dann zielstrebig monopolisieren. Die demokratischen Kräfte, so lautet die Quintessenz ihres Buches, können und müssen Demagogen von der Macht fernhalten, indem sie sich ideologisch klar distanzieren, die Zusammenarbeit verweigern und notfalls eine Einheitsfront bilden, etwa durch Wahlbündnisse und große Koalitionen. Dass Donald Trump, erst Präsidentschaftskandidat der Republikaner und dann Präsident werden konnte, führen die Autoren darauf zurück, dass das Partei-Establishment und die konservativen Medien ihre Türhüterfunktion aufgegeben hätten. Erst habe man Trump unterschätzt, dann habe man sich ihm unterworfen. Wie 2017 die französischen Konservativen in der Stichwahl bei der Präsidentenwahl zur Wahl Macrons gegen Le Pen aufgerufen hätten, so hätten die Republikaner zur Wahl Hillary Clintons aufrufen müssen. Dass sie dies nicht getan haben, führen Lewitsky und Sieblatt darauf zurück, dass die ideologische Polarisierung seit den 60er Jahren die Konsenskultur und Zivilität in der amerikanischen Politik inzwischen völlig zerstört habe. Mit Trump im Weißen Haus liefen die USA nun Gefahr, auf die abschüssige Bahn des Autoritarismus zu geraten. Die Empfehlung, Extremisten durch den Konsens der Demokraten zu isolieren, hat einiges für sich. Wenn es um Sein oder Nichtsein der Demokratie geht, gibt es zur Einheitsfront keine Alternative.
Das Problem ist jedoch, dass zu viel Konsens die demokratischen Parteien als das Elitenkartell erscheinen lässt, als dass sie die Populisten darstellen. Je stärker diese werden, umso größer wird der Zwang zur ungeliebten großen Koalition, die wiederum den Populisten in die Karten spielt. In Österreich und Deutschland lässt sich dieser Rückkopplungsprozess trefflich beobachten. Irgendwann sind die Außenseiter dann so stark, dass sich auch nicht mehr demokratisch legitimieren lässt, sie von der Teilhabe an der Macht gänzlich auszuschließen. Nach den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland wird sich diese Frage möglicherweise auch bei uns stellen. Wie andere Publikationen, namentlich amerikanische Autoren, verströmt das Buch von Lewitsky und Ziblatt eine gewisse Nostalgie für den Politikstil der Amerika um die Mitte des 20. Jahrhunderts Stabilität und Prosperität sicherte, obschon Entscheidungen oft von korrupten Parteibossen in rauchgeschwängerten Hinterzimmern ausgekungelt wurden. Auch die ökonomischen Vorschläge, wie die Krise der Demokratie überwunden werden könnte, sind stark auf das goldene Zeitalter der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg fixiert. Eine Zeit, als stetiges Wachstum und ein steigender Lebensstandard, relative Verteilungsgerechtigkeit und der Ausbau des Wohlfahrtsstaates in westlichen Demokratien für politische Stabilität sorgt. Diesen Konsens, so der Grundtenor der Debatte, habe ein entfesselter globaler Kapitalismus mit Hilfe der politischen Eliten zerstört. Die Abkehr vom Neoliberalismus und die Wiederherstellung des, was man im weitesten Sinne des sozialdemokratischen Konsenses nennen könnte, seien daher das Gebot der Stunde. Bei linken Autoren wie Robert Kapner verbindet sich die New Deal-Nostalgie mit der Forderung, ein starker Nationalstaat müsse die Globalisierung zurückdrängen. Zudem sei nur der Nationalstaat wirklich demokratisch, weil es weder eine Weltregierung noch eine globale Staatsbürgerschaft gebe. Auch Joseph Stiglitz kritisiert, dass die Institutionen der Globalisierung, insbesondere der IWF, die WTO und die EZB, nationale Souveränität und damit die Demokratie aushöhlten. Ob sich nun die ökonomische Globalisierung zurückdrängen lässt, ist zweifelhaft. Als die Nationalstaaten dies in der Zwischenkriegszeit taten, trug dies nach überwiegender Auffassung der Wirtschaftshistoriker wesentlich zur Verschärfung der Weltwirtschaftskrise und damit zur Krise der Demokratie bei. Trumps Protektionismus und sein Slogan America First, der übrigens aus dieser Zeit stammt, gelten zu Recht als Rückfall in die Mentalität dieses Zeitalters. Realistischerweise kann es heute nur darum gehen, die Globalisierung zu regulieren und ihre Gewinne gerechter zu verteilen. Dass dies möglich ist, zeigt nach Auffassung von Francis Fukuyama Deutschland, das im Unterschied zu den USA in einen starken Produktionssektor, berufliche Bildung und den Sozialstaat investiert habe. Die US-Politik habe dagegen den wirtschaftlichen Niedergang der Mittel- und Arbeiterklasse tatenlos geschehen lassen. Trump sei die logische Quittung dieser Politik, aber immerhin, so Fukuyama, stehe nun endlich die Frage ökonomischer Gerechtigkeit wieder auf der Tagesordnung. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen sozialer Solidarität in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Die demokratischen Wohlfahrtsstaaten, die in den westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, beruhten darauf, dass sich diese Gesellschaften als ethnisch homogene Nationalstaaten betrachtet. Dies gilt nicht nur für Skandinavien oder Deutschland, sondern, das wird Sie vielleicht überraschen, auch für die USA. Der New Deal-Konsens fiel zusammen mit einer restriktiven Einwanderungspolitik, die zwischen 1920 und 1970 zu historisch niedrigen Immigrationsquoten führte. US-Historiker erklären den Zerfall der New Deal-Koalition seit Ende der 60er Jahre damit,
dass sich die weiße Mittel- und Arbeiterklasse sukzessive von der Demokratischen Partei abgewendet habe, weil sie sich als Verlierer der Bürgerrechte und der Einwanderungsreformen gefühlt habe. Zahlreiche Studien zeigen, dass die Unterstützung für Sozialprogramme unter weißen Amerikanern gesunken ist, weil sie darin eine unfaire Bevorzugung ethnischer Minderheiten sehen. Auch der europäische Populismus bezieht sein Mobilisierungspotenzial vor allem aus dem Versprechen, die Interessen und den Status der einheimischen Bevölkerung gegen Konkurrenz und Überfremdung zu schützen. Die einstmals neoliberale AfD hat seit einigen Jahren Nationalismus und Sozialstaat zu verbinden versucht und ist seither, das wurde gestern erwähnt, die deutsche Partei mit dem höchsten Arbeiteranteil unter ihrer Anhängerschaft. Zahlreiche Studien zum Rechtspopulismus betonen, dass dessen Anhänger das subjektive Gefühl haben, zu Fremden im eigenen Land zu werden. Doch darüber, wie diesem Gefühl begegnet werden sollte, gehen die Meinungen weit auseinander. Wer sich dem moralischen Imperativ globaler Solidarität verpflichtet weiß, tendiert dazu, solche Ängste als Hysterie oder gar als rassistische Fantasien abzutun. Für viele klassische Linke sind Fremdenfeindlichkeit und Nativismus primär ärgerliche Nebenwirkungen sozialer und ökonomischer Verwerfungen, das berühmte falsche Bewusstsein, das es durch Aufklärung und konsequente Umverteilung zu bekämpfen gilt. Jascha Munk sieht in der Kombination aus Masseneinwanderung und ökonomischer Stagnation das eigentliche Problem. Unter günstigen wirtschaftlichen Bedingungen würden sich die westlichen Gesellschaften allmählich an ethnische Vielfalt gewöhnen, so wie man das etwa bereits in Kalifornien beobachten könne. Skeptiker sehen dies weniger optimistisch und plädieren dafür, die mit der demografischen Transformation verbundenen politisch-kulturellen Ängste ernst zu nehmen. Liberale in der Tradition des New Deal kritisieren seit langem, dass sich die Demokratische Partei zu viel um ethnische und sexuelle Minderheiten und zu wenig um ihre Blue-Collar-Stammwähler gekümmert habe. Auch in der europäischen Sozialdemokratie werden die Stimmen lauter, die eine Rückbesinnung auf die sozialen Interessen und kulturellen Werte der traditionellen Basis fordern. Sie sehen sich durch den jüngsten Wahlsieg der dänischen Sozialdemokraten, die zuvor in der Einwanderungspolitik deutlich nach rechts gerückt waren, bestärkt. Weiterhin offene Grenzen zu predigen, so Eatwell und Goodwin, bedeutet für die Parteien der linken Mitte politischen Selbstmord. Auch Fukuyama hält, Zitat, vernünftige Einwanderungsbeschränkungen für unumgänglich. Als die USA in den 20er Jahren diesen Schritt taten, habe dies dem, Zitat, goldenen Zeitalter sozialer Gleichheit den Weg geebnet. Als Historiker bin ich nun zunächst einmal geneigt, Fukuyama, ein Amerikaner japanischer Abstammung, daran zu erinnern, dass die von ihm gelobten Einwanderungsgesetze den erklärten Zweck verfolgten, als die USA als Land der angelsächsischen Rasse zu erhalten. Es ist indessen zu einfach. Jede Diskussion darüber, wie viel Einwanderung Gesellschaften verkraften können und welche Einwanderer sie ins Land holen, a priori unter Rassismusverdacht zu stellen. Wer Immigration und Flüchtlingspolitik ausschließlich unter moralischen Imperativen diskutiert, entzieht sie dem demokratischen Meinungsstreit und dem Entscheidungsprozess. Andererseits wäre es völlig illusionär zu glauben, die Nationalstaaten könnten einfach ihre Grenzen schließen und die Uhr in das Jahr 1960 zurückdrehen. Die demografische Transformation der westlichen Gesellschaften ist in vollem Gange und ließe sich nur rückgängig machen, wenn diese Gesellschaften zur Politik der 1930er und 40er Jahre zurückkehrten. Eine veritable Horrorvorstellung, die ich Ihnen hier nicht ausmale. Die Herausforderung besteht meines Erachtens darin, die multiethnische Gesellschaft der Zukunft demokratisch und solidarisch zu gestalten. Dies ist eine offene Frage. Wie sie entschieden werden wird,
dürfte sich zuerst in den USA entscheiden, wo, wie erwähnt, die weiße Bevölkerung bereits um die Mitte des 21. Jahrhunderts nur noch eine relative Mehrheit stellen wird. So wenig sich Globalisierung, demografischer Wandel und Kommunikationsrevolution rückgängig machen lassen, so wenig wird die populistische Herausforderung verschwinden. Dies bedeutet, dass die Veränderung in der Parteienlandschaft weitergehen wird. In den parlamentarischen Vielparteiensystemen Europas ist dieser Prozess seit langem erkennbar. In den USA täuscht das institutionell einbetonierte Zwei-Parteien-System Stabilität nur noch vor, wie etwa die feindliche Übernahme der Grand Old Party der Republikaner durch Trump demonstriert hat. In Wirklichkeit ist die Polarisierung zwischen den Republikanern als Partei der konservativen nationalistischen Weißen und den Demokraten als Partei der liberalen Eliten und ethnischen Minderheiten bereits seit Jahrzehnten im Gange und hat das Konfliktmuster für andere Demokratien vorgezeichnet. Cornelia Kopetsch konstatiert sogar, der Konflikt zwischen den kosmopolitischen und dem national-restaurativen Milieus habe den alten Antagonismus zwischen Industriearbeit und Kapital abgelöst. Steile These. Die Hoffnung, der Rechtspopulismus sei lediglich das letzte Aufbäumen alter, reaktionärer, weißer Männer, trügt indessen und hat nicht unwesentlich zur Unterschätzung Donald Trumps beigetragen. Bis auf Weiteres wird der Populismus als politische Kraft Bestand haben, auch wenn Donald Trump im nächsten Jahr abgewählt werden sollte und die Bäume der AfD nicht in den Himmel wachsen. Der Populismus wird aber aus einem grundsätzlichen Gesichtspunkt heraus nicht verschwinden. Denn das demokratische Versprechen auf Gleichheit, Emanzipation und Teilhabe ist tendenziell eliten- und autoritätsskeptisch. Dass der Populismus der modernen Massendemokratie gewissermaßen eingeschrieben ist, ließe sich ausführlich an der amerikanischen Politikgeschichte exemplifizieren. In der Ära der Jacksonian Democracy, die Alexis de Tocqueville in seinem berühmten Werk über die Demokratie in Amerika beschrieb, verband sich der Glaube an die moralische Integrität und politische Weisheit des Volkes mit der Forderung nach umfassender Selbstregierung. Die populistischen Bewegungen Amerikas waren mal, wie die People's Party in den späten 1890er Jahren, basisdemokratisch und sozialreformerisch, mal waren sie reaktionär und illiberal, wie der McCarthyismus in den 50er Jahren. Der Populismus kann sowohl ein Korrektiv gegen technokratische Erstarrung als auch eine demagogisch autoritäre Bedrohung der Demokratie sein. Gefragt ist der differenzierte Blick, der, wie Kopetsch fordert, auch die Selbstreflexion des eigenen Standortes einschließt. Liberale, intellektuelle Eliten müssen akzeptieren, dass politische Forderungen und Entscheidungen nicht allein deshalb illegitim und undemokratisch sind, weil sie, wie etwa das Brexit-Referendum, ihren eigenen Werten und Überzeugungen zuwiderlaufen. Unbestreitbar befindet sich die repräsentative Demokratie in einem Wandlungsprozess, aber die Demokratie hat sich in ihrer Geschichte immer wieder gewandelt, ohne dass sie bisher untergegangen wäre. Im Unterschied zur Zwischenkriegszeit hat die Diktatur heute keine Massenbasis. Das von Viktor Orban propagierte Alternativmodell der illiberalen Demokratie gefällt uns aus guten Gründen nicht, zwingt uns aber zu einem Modus vivendi, zumindest solange die Protagonisten dieses Modells bei kompetitiven Wahlen Mehrheiten erringen. In Deutschland haben wir aus der Geschichte die Lehre gezogen, dass die Demokratie ihren Feinden gegenüber wehrhaft sein muss. Daran ist auch in Zukunft festzuhalten. Für völkischen Extremismus gibt es keinen Platz. Demokratie gestalten kann aber nicht heißen, dass Demokraten sich in die Defensive begeben. Das bedeutet, die Populisten im politischen Meinungskampf zu stellen und ihre Wähler zurückzugewinnen. Es bedeutet, darüber hinaus darüber nachzudenken, wie die Demokratie transparenter und repräsentativer gemacht werden kann. Reformdebatten werden in der politischen Öffentlichkeit seit langem geführt, ob etwa die plebiszitäre Demokratie eine Patentlösung bietet, ist kontrovers.
In den USA ist das politische System ganz besonders verkrustet und der Reformbedarf besonders hoch. Ich nenne nur die Stichworte Electoral College, Wahlkampffinanzierung durch private Interessengruppen und die als Gerrymandering bezeichnete manipulative Einteilung der Wahlkreise. Aber zugleich ist die Reformfähigkeit äußerst niedrig. Im Gegenteil, zeichnet sich seit Jahren eine bedenkliche Rückkehr zu den Methoden des scheinlegalen Wahlrechtsentzugs ab, wie er in den Südstaaten zur Zeit des institutionalisierten Rassismus praktiziert wurde, um Schwarze vom Wählen abzuhalten. Viele republikanisch regierte Bundesstaaten haben zum Beispiel die Registrierung, Briefwahl und vorzeitige Stimmabgabe erschwert, um, wie Kritiker ihnen nicht zu Unrecht vorwerfen, Minderheiten und sozial Schwache am Wählen zu hindern. Dass die Republikanische Partei, deren Wählerschaft zu etwa 90% weiß ist, sich dauerhaft gegen den demografischen Wandel abschotten kann, erscheint unwahrscheinlich, aber Skeptiker weisen darauf hin, dass es in der amerikanischen Geschichte nach dem Bürgerkrieg bereits einmal eine Konterrevolution gegeben hat, als die Errungenschaften des Bürgerkrieges rückgängig gemacht wurden und über oder fast ein Jahrhundert lang ein System der amerikanischen Apartheid existierte. Einige amerikanische Kommentatoren sehen sogar noch viel beunruhigendere Parallelen zur Zeit des Bürgerkrieges. Sie verweisen darauf, dass dem Konflikt, der zwischen 1861 und 1865 über 700.000 Menschenleben forderte, eine jahrzehntelange Polarisierung vorausging, bis sich der Norden und der Süden als unversöhnliche Feinde betrachteten, zwischen denen kein Kompromiss mehr möglich war. Prominente Historiker erinnern daran, dass der Anlass der Sezessionserklärung des Südens der Wahlsieg Abraham Lincolns im November 1860 war, den der Süden nicht hinnehmen wollte, weil Lincoln angeblich die Abschaffung der Sklaverei plante. Der Historiker David Blight hat dieses Szenario so skizziert und ich zitiere ihn. We know we are at risk of civil war or something like it when an election, an enactment, an event, an action by government or people in high places becomes utterly unacceptable to a party, a large group, a significant constituency. It did not happen with Bush versus Gore in 2000, but perhaps we were close. It is not inconceivable that it could happen now. Zur Erinnerung, im Wahlkampf 2016 hatte Donald Trump behauptet, nur Wahlbetrug könne seinen Wahlsieg verhindern und er hatte lange offen gelassen, ob er eine Niederlage überhaupt akzeptieren werde. Sein früherer Anwalt Michael Cohen bemerkte kürzlich, so wie er Trump kenne, werde dieser eine Niederlage 2020 nicht hinnehmen und eine Übergabe des Präsidentenamtes verweigern. Das klingt abenteuerlich, aber falls es nächstes Jahr wieder einen so knappen Wahlausgang geben sollte wie 2016, ist es keineswegs unvorstellbar, dass Trump sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen. Das klingt lustig. Ich bin nicht sicher, wie lustig es tatsächlich sein wird, denn ich bin auch nicht sicher, ob die Demokraten noch einmal, wie im Jahr 2000, einen zweifelhaften Wahlausgang bzw. dessen Ratifizierung durch eine knappe Mehrheit des obersten Gerichtshofes widerstandslos hinnehmen würden. Der Grund dafür, warum ich Ihnen abschließend dieses Szenario vorführe, ist nicht, um Ihnen Angst einzujagen. Vielmehr möchte ich eine fundamentale historische Erfahrung in Erinnerung rufen, nämlich dass ganz unerwartete Ereignisse der Geschichte eine dramatische Wendung geben können. Die Terroranschläge des 11. September 2001 fallen in diese Kategorie. Schon damals führte die George W. Bush-Administration ihren Krieg gegen den Terror mit Hilfe eines Exekutivregimes, das, wenn nicht die Demokratie, so doch den Rechtsstaat schwer beschädigte. Der nationale Notstand ist ein klassisches Instrument zur Aushöhlung der Demokratie und die Notstandsbefugnisse des amerikanischen Präsidenten sind sehr weitreichend. Kaum jemand wird behaupten, dass sie bei Donald Trump in guten Händen sind.
Wenn ich also in diesem Vortrag argumentiert habe, dass die historischen Analogien zum Scheitern der Demokratie in der Zwischenkriegszeit eher den Schluss erlauben, dass die westlichen Demokratien der Gegenwart sehr viel resistenter gegen politische und ökonomische Krisen sind als die der Zwischenkriegszeit, muss ich diese frohe Botschaft mit dem Kaviat versehen, dass wir auch das Unerwartete nicht ausschließen dürfen. Den von mir eingangs zitierten Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur hatte vor 1989 kaum ein westlicher Experte für möglich gehalten, weil sie die Stabilität des Systems eklatant überschätzt. In der gegenwärtigen Krise der Demokratie lautet mein Ceterum Censeo, gibt uns der Blick in die Geschichte weder Anlass zum Alarmismus noch zur Selbstgefälligkeit. Meine Hoffnung ist, dass künftige Historiker, die heutige Rede vom Siechtum der Demokratie ebenso als zeitgeistige Übertreibung bewerten mögen, wie wir heute Fukuyamas Triumphalismus am Ende des Kalten Krieges. Bis auf Weiteres halte ich mich an Mark Twains berühmten Aphorismus und wage die These, dass die Nachrichten vom Tod der Demokratie stark übertrieben sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.